Ihr Lieben, recht herzlich willkommen zu einer weiteren schönen Folge Far Cry 6 hier bei uns auf dem Kanal. Oh, hoppala. Oh, Entschuldigung, ich muss hier irgendwie durch. Wir haben uns gedacht, wir starten direkt so, wie wir die letzte aufgehört haben, nämlich mit einem... Wahnsinn. Wirrwarr. Mit einem absoluten Wirrwarr. Wir wollten eigentlich auf die Insel rüber. Genau, jetzt haben wir uns aber doch nochmal entschlossen, was anderes zu machen, weil direkt hier... Warum bleibst du stehen? Wegen dem Schild. Wo ist hier ein Schild? Da! Okay, Entschuldigung. Hier ist noch eins. Genau in die andere Richtung geguckt. Hier ist noch eins. Wunderbar. Genau, wir wollten nämlich nochmal ganz kurz zum Hochhaus. Genau. Nee, was heißt zum Hochhaus? Wir haben da noch eine Quest, die heißt Auf dem Putzhaun, jaranische Geschichte. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg? Jo. So, was? Was ist denn das hier? Eine Kiste? Das? Da los? Was ist da los? Hä? Warum ist die jetzt weg? Ach, jetzt ist sie weg. Auf dem Putzhaun. Okay. Der letzte Wunsch meines Vaters war es, dass wir die Propagandastatuen verunstalten. Überdecke seine Fehler mit den Worten von Libertad. Bin genau. Da. Nee, ja, kommen wir wohl nicht ran, ne? Ja, dann müssen wir wieder zu Fuß laufen wahrscheinlich. 44 Meter hier drüben wäre die Quest, glaube ich, die du meintest, oder hast du das nur markiert? Nein, nein, das ist die Quest. Das ist die Quest. Hm. Das ist ja verrückt. Wie kommt man da hin? Naja, da gehen wir halt. Geh mal halt zu Fuß weiter, ne? Aber, wozu habe ich dann den Führerschein gemacht? Ausgangssperre, jawohl. Das ist natürlich sehr, sehr, ne? Befolgenswert. Nee, das ist ja hier unser... Warte mal, hier ist noch ein Brief. Was ist das hier? Unser Guerillalager. Und hey. Sie da, sie beschmiert hier alles. Und ich glaube, sie will... Ne? Wir weiter beschmieren? Ja. Senja, hallo. Kannst du besser? Ich spreche. Schön, dass du da bist, ja. Rojas. Ich habe ein paar Neuigkeiten, die mich ziemlich fertig gemacht haben. Mein Papa, er ist gestorben. Er hat für Castillo gearbeitet. Hat diese bescheuerten Statuen gemacht. Er hat uns vom Verhungern bewahrt. Aber ich bin nicht stolz drauf. Und er war es auch nicht. Sein letzter Wunsch war, dass ich die Statuen übermale. Ich werde gesucht, ich kann da nicht rausgehen. Bitte, Dani, mach du das und vertusch die Fehler von Papa. Verunstalte Castillos Statuen und rette die Seele meines Vaters. Aha. Wenn das keine Kunst ist, dann weiß ich auch nicht. Also, wir sollen Statuen übermalen. Eigentlich genau das machen, was die auch macht, ne? Machst du jetzt auf dem Klo? Ja. Na ja, klar, man muss ja auch mal. Ist ja klar. Du, ich ja, verstehe das. Bitte. Absolut. Muss halt mal, ne? Das nutzt ja nichts. So, Statuen überkleben, übermalen, überpinseln, über irgendwas. 12 Stück? 12 Stück? Hm. Kannst du die markieren? Warte mal, sie hat mir ein Foto der Statuen geschickt. Das muss ich mir jetzt mal schnell. Kein Handy verfügbar. Na Achso, toll. Wir müssen hier raus. Gehen wir hier raus, komm. Diese, ja, okay. Oh. Diese? Haben wir denn da überhaupt so viele? Ich weiß nicht. Wo kann man die denn hier auf der Karte sehen irgendwo? Nö. Ja, ich glaube, die sind ja alle irgendwie im Stadtgebiet, oder? Was meinst du? Ja, das denke ich schon auch. Wohl, was anderes sehe ich gerade absolut nicht hier. Ja, dann würde ich sagen. Dann machen wir das. Erstmal die Waffe weg. Gehen wir in die Stadt. Wir wollen ein bisschen Sightseeing-Tour machen, ist doch schön. Planen Sie Ihre Reise rechtzeitig. Vielleicht kommen wir ja dann auch ein bisschen in die Nähe von dem Haus. Hätte ich nämlich gerne. Hallo. Das ist also ihr wollt hier auch nicht miteinander. Weißt du? Wir hätten euch nicht erschossen. Ich wollte einfach nur rein. Wir wollten einfach nur die Stadt angucken. Guapo? Guapo ist hin. Guapo. Komm, mein Dicker. Hier sind doch immer noch die Bomben dran. Was ist hier los? Ist doch nicht. Die hat Wenn man mit denen nicht reden kann, ja? Ich komme hier leider nicht durch, weil alle Viecher vor der Tür stehen. Zwölf Statuen. Ich
versteck dich halt hinter dir. Oh, ich habe keine Munition mehr. Ich auch nicht. Knapp. Knapp? Ja, knapp. Das war jetzt aber knapp. Also ich finde hier keine Statue. Du etwa? Nee, ich auch nicht. Ich glaube, wir müssen mehr ins Zentrum. Ins Zentrum? Wieso verliert man dann mit einem Schlag alle seine Munition? Das ist ein Bug. Er sieht eine, hat er gesagt. Hm? Wo siehst denn du eine? Hier drin? Ich hab das gesagt. Irgendeiner hat es von uns gesagt, ich sehe eine. Ich sehe keine. Vielleicht hier? Oh. Da hinten ist die Hölle los. Panzer, jawoll. Oh, ich stand wohl ein bisschen zu nah dran. Dezent. Ist der noch da, der Panzer? Ja, ja, ich habe keine Ahnung. Der ist noch da, oder? Ja. Warte. Okay. Ach, scheiße. Schade, schade. Das war ja wirklich umsonst. Ein bisschen, aber naja. Was soll's, weißt du, was soll's? Ja, ich habe immer noch keine Statue gefunden. Hier, 21 Meter, hier ist eine. Was? 21 Meter? Verunstalten. Definitiv eine Verbesserung. Ich will auch was verunstalten. Oh. Oh, eine von 12, na super. Das kann sich hier nur um Stunden handeln, Leute. Aber hast du sonst irgendwelche Markierungen? Nee, gar keine. Warte mal, jetzt machen wir mal hier. Oh, oh. Boah, wieso muss ich denn alle finden? Das ist eine gute Frage. Castillo Pupillo. Oh. Ein Täschchen. Aha. Hm. Die Luft ist rein. Ja, das ist ja wirklich ein Mist hier mit diesen blöden Zonen und alles hier. Oh. Hä? Die sind weg. Warum lachst du so? Der dreht sich um, du guckst ihn an. Bom. Naja, was soll ich sonst machen? Oh, hier hinten ist noch eine große Kiste. Ja. Nehmen wir mit. Wo bist denn du hingeflitzt? Na, oben auf dem Dach bin ich gerade. Weil ich gucken wollte, ob hier irgendwo ein Ausgang ist, aber ist keiner. Kanada. Tja, wo geht's jetzt hier lang, Leute? Wir wissen es echt nicht. Also das mit diesen Na ja, warum lade ich nicht erstmal nach? Genau, mach doch in Ruhe. Kann man da hochgehen? Gehen wir da hoch? Oder ich weiß echt nicht, ich habe keine Ahnung. Hey. Ja, nee. Hey! Hör auf! 12 Statuen finden, das ist ja... Hä? Warte, wir müssen hier, glaube ich... Wir gehen mal hier hinten hoch. Warte mal, ich muss mal hier... Hier... Hm.
Ja, wir müssen wieder in diese Zone rein, oder? Glaube ich. Wo hoch? Hoch? Bist du denn da jetzt? Bin mal hier hochgekrabbelt. Aber ich glaube, das ist ja unsere Zone hier. Aber wir können... Ja, da drüben müssen wir irgendwie rüber. Irgendwie auf die andere Seite. Hm. Wir gehen, glaube ich, in die, genau in die falsche Richtung, oh, oder? Da kamen zumindest mal zwei angerannt. Bumbo ist am Boden. Warum? Mensch. Sowas. So. Aber hier muss auch noch irgendwo eine FND-Kiste sein. Ja, hier drüben in dem Gebäude gehe ich von aus. Ah, okay. Mann, so ein Kack. Ehrlich. Also wir werden uns ja zu Tode suchen nach diesen, ja, Dingern. Ich glaube, wir sind einfach in der total falschen Zone. Was ist mit dir, Junge? Gibt's raus oder was? Hier geht's auf jeden Fall runter. Hier würde es runtergehen. Achso, hier. Achso, das ist ja wieder. Hier, weißt du, ins, runter? Ins Loch? Hier waren wir noch nicht, oder? Hier waren wir noch nicht, nee. Nee, hier waren wir noch nicht. Ich rutsch mal hier durch. Oh. Sehr mysteriös. Ach, das ist doch genau das, wo wir vorher waren. Naja, es sieht zumindest gleich aus, aber ob es dasselbe ist, weiß ich nicht. Nein, nein, das ist dasselbe. Aber vielleicht war da nee, an dem Hotel noch... Nee, ist nicht dasselbe, weil hier ist eine Kiste, aber ich weiß nicht, ob er da rankommt. Oh, da ist auch ein Krokodil. Was? Mann, komm mal klar jetzt! Komm mal klar jetzt! Was wird scheiße? Was wird scheiße, aber echt. Komm mal denn hier ran. Hier durch, okay. Nee, hier waren wir noch nicht, sonst hätten wir die Kiste genommen. Du holst die? Ja, ja. Und gibt's hier noch was? Impact Weste MK2. Okay. Mehr gibt's hier unten nicht. Hier geht's noch weiter. Na los. Attacke, Attacke. Vielleicht finden wir ja also in 10 Spielstunden noch eine Statue. Eine. Ich meine, wir müssen das ja nicht machen hier, ne? Nicht zwingend. Ich komme hier nicht hoch, ich komme hier nicht hoch. Da ist eine Treppe. Achso, ich nehme die Treppe. Okay. Ist natürlich auch eine Idee, so eine Treppe. Ja, ja, dafür sind die ja da, weißt du? So oldschool, weißt du? Oh, Waffe wegstecken. Wieso? Da ist einer, der hat Infos für uns. Achso, da. Hallo, Infomann. Hier drüben. Was hast du für mich? Patriotisch zu sein, macht sich nicht bezahlt. Okay. Hier findest du die Vorräte, Guerriero. Danke sehr. Vorräte, okay. Und jetzt sind wir doch draußen. Ja. Aus jetzt dem sind ganz... wir draußen. Okay. Ich glaube bloß nicht, dass hier draußen Statuen sind. Muss, muss. Muss, muss? Muss, muss. Irgendwo müssen die ja sein, weißt du? Hier ist noch eine Kiste drin. Warte mal, ich gehe mal ins Stadion. Oh, hier ist, glaube ich, ganz viel los im Stadion. Oh ja. Oh. Nachladen. Gib alles. Jawohl, ich gebe alles. Denn so oft daneben schießt. Hier ist eine Kiste, die hole ich mal. Oh. War das? Ich habe mal das Plakat kaputt gemacht. Du bist ja verrückt. Also, Oh, ich habe einen neuen Raketenwerfer. Mal gucken, ob der besser ist. Aber vielleicht an einem anderen Ort wie diesen. Vielleicht. Aber warte, da hinten muss noch eine Kiste sein. Ja, stimmt. Irgendwo in dem Mansch. Ach ja. Hm.
Ah. Ah, was ist hier los? Hier brennt alles. Komm, wir gehen gleich hier hinten raus. Weil jawohl, da drin müsste noch was sein. Du bist ein normaler Hund, oder? Ja. Hier gibt's auf jeden Fall noch irgendeinen Bums. Jetzt ganz vorsichtig. Jetzt ganz vorsichtig, hat er gesagt. Aber jetzt, ne? Ganz vorsichtig. Bitte jetzt mal ganz vorsichtig, alle Mann. Schön aufpassen. Kiste hätte ich gefunden. Oh, auch eine tolle Knarre. Hm. Warte mal, hier ist auch noch irgendwo was. Kriegst du mal Knarren? Ich nicht. Irgendwie muss da noch was sein. Upsi. Das war noch nicht alles. Ich liebe es. Ach so, das war nur Munitionskiste. Ja, das ärgert mich irgendwie. Ja. Bisschen doof ist das schon. Tja. Naja, wir werden jetzt ganz mal an der Schatzsuche. Ja, ja, ich wollte es gerade sagen, ja. Und dann hin dort, ne? Also irgendwie... Sehr. Oh, Leute, ruhig bleiben, beruhigt euch. Bist du so gut? Ich bin hier, hier bei dem... Palme umgefallen. Das war das Auto. Komm, dann gehen wir gleich mal runter. Ah ja. Wenn wir einmal hier sind, weißt du? Oh, das ist gut. Mal ein bisschen von dem Stress weg, weißt du? Das ist ja echt eine heiße Zone hier. Ich könnte wetten, die Schatzsuche hat was mit dem Leuchtturm da hinten zu tun. Nur so ein Gefühl. Was? Aber du hast ja wieder gesagt, das ist irgendwie in einer Höhle oder so, ne? Na, irgendeine war in der Höhle, ja. So, 7 Meter, da haben wir sie schon. An Felipe, Anna und Jorge. Castillo hat unsere Familie zerstört. Euer Papa wurde ins Aria-Lager gebracht und ich bin zu alt zum Davonlaufen. Aber ihr drei habt eine Chance auf ein neues Leben. Folgt den Stromleitungen zu 3 Schaltern. Einer für jedes meiner Kinder. Ich kann euch jetzt hören, eure Mama ist eine Ingenieurin bis zum letzten Moment. Ich liebe euch alle, ihr kennt unser System und werdet wissen, wie ihr den Strom wieder anschalten könnt. 3 Schalter, um den Schatz darunter freizulegen. 3 Schalter. Weißt du, 3 Schalter? Was? 3 Schalter. Was machst denn du da? Ich würde in die Tür gern rein wollen. Hoppala, ich komme nicht hoch. Hm. Folge den Stromleitungen, ja. Da drin ist, da ist doch ein Schalter gewesen, oder? Was? Da war doch ein Schalter. Ich konnte den nicht betätigen. Hallo. Hä, was ist da los? Was wollt ihr jetzt? Ich weiß noch nicht so richtig, was die wollen. Boah. Wir stehen doch nur auf dem Dach. Oh, das ist jetzt. So, also der Schalter befindet sich im Gebäude. Und da drüben. Hast du irgendeine Idee? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich hab hier... Hier sind lauter Gegner. Lauter Ärsche? Ja. Dann muss man halt mal ein bisschen gucken hier. Folge den Stromleitungen, habe ich gemacht. Kommen wir da irgendwie hoch? Das ist doch, das geht doch da oben ran, ne? Okay. Das war mal nix. Für jedes meiner Kinder. Hm. Übersehe ich was Spannendes? Hm. Da ist nichts.
Gehen wir mal zum nächsten. Hier ist irgendein Giftscheiß. Ja, höre ich zumindest. So hört sich zumindest an. Ach, warte, hier kann ich das abdrehen, glaube ich. Ein bisschen. So. Ach, da oben, das blinkt jetzt, siehst du? Aber wie kommt man da hoch? Na ja. Gute Frage. Tja, wie kommen wir denn da hoch? Im Suchgebiet. Warte. Keine Idee. Wie komme ich denn da hoch? Was machst du denn für ein Quatsch? Machst du hier Sachen kaputt? Nö, das war ich nicht. Gib's doch zu, du machst hier alles kaputt. Au, wer schießt denn hier auf mich? Das ist echt ein komischer Scheiß, ehrlich. Oh, ihr Typen, geht mir ein bisschen auf den Sack. So. Aber nur ein kleines bisschen. So, die drei blöden Stromkabel, was... Da oben ist auf jeden Fall so ein Ding. Aber ich komme da nicht hin. Ja, das habe ich auch schon versucht. Du kannst doch da oben nicht mit der Seilrutsche runter oder sowas. Ich glaube, an dem Kabel lang. Ja, habe ich vorher schon versucht, ging aber nicht. Geht auch nicht. Okay. Nee, das geht nicht. Ah, ich hab's geschafft. Oh. Nummer 1. Nummer 1 war das gerade mal. Okay, jetzt hast du irgendwas machen können, ne? Ja. Irgendwo knallert jetzt hier Strom durch. Dann gehe ich mal zum nächsten Haus, ich weiß nicht. Da ist jetzt ein Fenster naja, offen. Naja, das ist jetzt... Nee. Das muss ja das da hinten sein. Ach so, das ist unten. Was ist das hier für ein Quatsch? Lo siento. Du hast keine Chance. Hier liegt einer rum. Ach, hier, ich hab ihn, warte. Nummer 2? Nummer 2. Ich hoffe, der letzte ist leichter zu finden. Wie ist das dunkel hier bei euch? So, der dritte im Bunde. Der muss ja dann da sein, wo das Haus ist, ne? Ja, und ich, also hier im Haus finde ich nichts. Genau, da war ich schon mal drin, da habe ich auch nichts so wirklich was gefunden. Vielleicht hier hinterm Schrank oder so ein Blödsinn. Will drehen. Offenbar muss man sie in einer bestimmten Reihenfolge betätigen. Hier gibt's Bilder, die man drehen muss. Morgens wache ich mit Radiomusik auf, nachmittags sehe ich mir die Nachrichten an. Also Radio, Fernsehen und Ufer, Sonnenuntergang. Radio, Fernseher, Sonnenuntergang. Wo ist denn das Radio? Da ist Radio? Ja. Okay, mach mal. Okay, warte. Fernseher, wo kann man den Fernseher anschalten hier? Komisch. Warte, ich hatte gerade. Oh. Okay, machst du das Radio wieder an? Jawohl. Dann mache ich den Fernseher an. Okay, und jetzt aber das Bild, genau. Ah ja. Aha, was ist denn das hier für eine versiffte Bude? Ja, aber echt. Ui, ui, sag ich. Das war der letzte. Und das letzte Familienmitglied. Ja. Liest du das, was hier auf dem Bett liegt? Moment. Das ist gut, Matratze. Es ist vorbei. Anna und Jorge sind tot.
Ich habe ihre Leichen gefunden, als ich versuchte, an das Geschenk zu kommen, das Mama uns hinterlassen hat. Es kann mir kein neues Leben. Ich kann mir kein neues Leben ohne sie vorstellen. Ich werde hier bleiben und den ersten Soldaten umlegen, den ich sehe. In ihrem Namen. So, haben wir nicht hier keine Belohnung oder sowas? Oder gehen wir nochmal zurück zu dem Haus? Wo wir gerade oben drauf gesehen. Ja, genau da. Gibt es da was Schönes für uns? Ja, das weiß ich nicht genau. Also es, hier schaltet den Strom wieder ein, um die Pumpstation zu entriegeln. Ach, hier drin. Pumpstation? Alles gut, hier ist die Kiste. Achso. Ich hätte sie schon mal gefunden. Dann öffne sie doch. Gute Verwendung dafür finden. Versprochen. Cool. Leute, was für eine spannende Folge, oder? Na, wunderbar. Abschiedsbrief. Nimm dies als Geschenk deiner Mutter und fang ein neues Leben an. Aber das war jetzt auch eine Knarre. Eine Desert Eagle. Die sind ja nicht schlecht, ne? Ich habe auch noch eine Hose bekommen und eine Knarre. Habe ich auch bekommen, jawohl. Das war hier so, und heute machen wir das, was wir eigentlich beim letzten Mal machen wollten, aber nicht rausgekommen sind, weil wir immer im Kampf waren. Stimmt. Wir gehen jetzt zur Schnellreise zu unserem Geheimversteck von Libertad auf die Insel und schauen mal, was da dann los ist. Machen wir. Und ihr könnt ja, wenn ihr Lust und Laune habt, jetzt wirklich mal ein Like und ein Abo hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was hier alles so für uns geboten ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Danke, tschüss.